Wir kommen zurück zu Minecraft mit einem schlafenden, halbsterbenden MS-74 im Hintergrund. Irgendwo flitzt der schon rum. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. So, da haben wir ihn, siehst du? Und einen stillen Zuschauer haben wir auch im Hintergrund, hat er angekündigt. Ja. Oh, falsche Richtung. Ich komme erstmal hier hochgelaufen. Mal gucken, wo er rumläuft. Ich bin im Strandhaus, wie immer. Natürlich. Ja. So, ich hoffe, dass die Musik heute nicht zu laut ist. Ich habe ein bisschen was am Setup geschraubt und gemacht und getan. Hin und wieder verrecken uns im Übrigen die Frames hier. Das ist natürlich nicht gut, wenn das heute schon so losgeht, dann bin ich mir nicht so sicher. Lieber MS-74, du bist schuld. Ja, wie immer. Natürlich. Ah, da ist er ja. Da ist er ja, da guck mal an. So, wollen wir hoffen, dass das heute einfach alles sauber läuft. Und dann funktioniert das. Schönen guten Tag. Guten Tag. Uhu. So, uhu. Ab in die Koje. Gute Nacht. Das ist mein Bett. Ach nee. Doch. Ja, die kleine Textarie hier in meinem Chatfenster bitte ich zu entschuldigen. Auch dem MS-74 musste ich zeigen, wie das mit den Game Rules funktioniert. Ja, ich bin halt Pro. Ja, ja. Du bist Anti-Pro. So schaut's aus. Ja, ja. Wow. Brennen, Skelett, brennen, 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 Skelett, brennen, 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 Skelett, brennen, 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 was? Meins. Meins? Guck mal, ein Schleim, jawoll, ja, den will ich haben. Okay. Ich mache Splat. Okay. Oh, ein Ogre. Cool. Der MS-74 wollte im Übrigen den Fußboden machen, hier unten in diesem Gebimsel. Ja. Naja, gut, das sei ihm gegönnt. Das kann er machen. Wenn er das möchte, soll er das tun. Ich, ja, noch nicht mal Creeper erlegen kann er, weißt du? Doch, einen. So, wir haben jetzt hier noch nicht ganz fertig ausgegraben. Das werden wir jetzt vielleicht erstmal in Angriff nehmen. Und ich sollte vielleicht nochmal Glas aus der Kiste nehmen. Da ist nämlich irgendwo Glas vergessen worden. Ich bring's dir mit. Ja, weil hier ist nämlich einer offen. Da hat mich auch der Bastes 1984 darauf aufmerksam gemacht, dass da Glas vergessen worden ist. Komm jetzt sofort hier runter und bring mir Glas. Sag bitte. Einen Block. Ui. Ist so schrecklich. Hier hast du einen Block. Schaufel an Kopf. Hörst du wohl auf damit? Ich hab's dir gesagt. Wenn ich jetzt mit, wenn ich mit 33 XP-Leveln wegen dir abnipple, weil du meinst, du müsst mich hauen, ja, dann, mein Lieber, wird meine Rache noch furchtbarer sein, als du es dir jemals vorstellen kannst. Ah, bezweifle ich. Das ist so. So, bis auf Level 49 müssen wir runter. Okay, dann wollen wir das mal probieren. Hör auf, dich zu räuspern. Das geht alles von deiner Zeit ab und mach den Fußboden. So, jetzt hast du es aber gekriegt. Oh, alles klar. Schlägst du mich noch einmal? Der will schon wieder rumzicken, merkst du? Das ist schon wieder wie ein Mädchen. Das ist unglaublich. So, ich gehe mal gucken. Ja, Schaufeln und so haben wir noch. Aber ich würde vielleicht vorher mal kurz meine Rohstoffe ablegen, die wir gesammelt haben. Wupp. Ja, dann hat der MS-74 gesagt, wir sollten unbedingt auf Rohstoffsuche gehen. Was wir dann auch tun werden, allerdings in einem Biomes of Plenty Biom. Yeah. Ja, weil das... Ja, weil es besser ist, weißt du? So, Sand können wir hier auch schon wieder ablegen. Haben wir ja genug von. Kriegen wir gleich wieder was. Göbelstone können wir ablegen. Haben wir auch genug von. Aber Gold! Ach ja, unser allseits bekanntes Echo ist auch wieder da. Echo. Weil das Setup vom MS immer noch nicht ganz so stimmt, wie das eigentlich stimmen sollte. Wolltest du dich drum kümmern, hast du bis jetzt nicht getan, deine Schuld. Da muss ich dich leider enttäuschen, du wolltest dir ein AUX-Kabel besorgen, hast du bis jetzt noch nicht getan, deine Schuld. Touché. Ja, nicht rumzicken. Das kann ich leiden wie Fußpilz. So, jetzt hast du es aber gekriegt. Oh ja, ich weine. Ja, ich weiß, du bist total down. Nein. Hör auf zu flennen wie ein Mädchen, ne? So, jetzt hopsen wir hier unten wieder ins Wasser, holen uns nasse Füße. Du.
Und dann springen wir wieder hier rein und fangen wieder an mit Schaufeln. Yay! Komm und schaufel mit mir. Schaufel, schaufel die ganze Zeit. Wenn ich es verhindern kann, werde ich das verhindern. Alternativ fangen wir an, Rise of the Phoenix zu singen. Nee. Ach komm. Nein. Komm. Nein. Ach, du magst sie doch auch. Nein. Ich kann mich noch erinnern. Ja? Wo du da gestanden hast. Nee, Vollbart. Nee. Ja. Warst das nicht du? Nee, das warst du. Nein, das warst du. Das kann ich nicht. Kann ich noch genau drin erinnern. Kann ich nicht gewesen sein. Warum? Naja. Weil ich ja mehr so auf weniger Behaarung stehe, weißt du? Ja. Also besser auf Typen wie dich, weißt du? Ah, nee, das lassen wir jetzt, das ist nicht gut. Kannst du mal aufhören, mir das ganze Zeug zu geben? Hier runterzuschmeißen? Dann hast du einen Magnetmodus an, Chef. Hast du auch immer an. Siehst du, dann ist das dein Problem. Hahaha. Haha. Ja, es ist natürlich wieder hochspannend heute. Wir haben Spektakuläres vor, unter anderem Sand unter Wasser abzubauen. Was hättest du denn gerne für ein Fußboot? Einen, auf dem man laufen kann, das wäre sinnvoll. Treibsand. Ja, zum Beispiel. Ich lasse deiner Kreativität freien Lauf. Haben wir noch eine Kiste? Also, ich muss quasi dann den Boden selber machen. Weißt du, wenn ich seine Kreativität freien Lauf lassen will. Das war Sprechdurchfall der allerersten Güte. Sonst auch immer. Ja. Ja, ich weiß, ich bin am Abnippeln, so. So. Was hältst du von Birkenholzfußboden? Ja, kann man machen. Kann man machen, muss man nicht, kann man aber. So, es ist im Übrigen, bin ich mit dem MS-74 übereingekommen, dass wir hier zwei Seiten ausgraben werden. Also ausheben mit Sand. Die anderen beiden Seiten ist Blödsinn, weil dahinter ist der Strand. Also die auszugraben, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ja, vermutlich. Nö. Nicht? Nö. Okay, dann halt nicht. Also die eine Seite, ja, okay, kann man drüber reden. Dann sage ich dazu jetzt nichts mehr, so, jetzt hast du's. Nee, sonst ja auch nicht. Du bist einfach nur zum Bauen da. Was? Zum Wegschippen. Du bist bösartig, das habe ich dir aber schon ein paar Mal gesagt. Ja. Und das, obwohl du das Geld noch gar nicht überwiesen hast, mein Freund. Tja, das ist Schicksal. Ja, aber ich kann dir ja den Igor vorbeischicken, das ist schon okay. Den Igor? Ja. Was ist Igor? Meine kleine russische Geldeintreiber. Ach so, dann schick er mal vorbei. So, hier hinten lassen wir es sein übrigens in dem Bereich. Boah, was ist denn das für Musik heute? Das ist ja schrecklich. Warte, aber das müssen wir gerade mal korrigieren. Danke. Ja, so klingt's besser. Deutlich besser. Viel, viel angenehmer. Hier ist eine Strömung, die da nicht hingehört. Warum ist die Strömung da? Machst du weg. Warum ist die Strömung da, du da, du da? Nein, weil du das nicht auf die Reihe kriegst, hier alles richtig zu machen. Moment, ich war jetzt nicht da, als du die Strömung weggemacht hast. Und selbst wenn du dabei gewesen wärst, hättest du es nicht hingekriegt. So schaut's doch aus. Gib's doch einfach zu. Ich hätte es einfach nicht gemacht, weil du dafür verantwortlich bist. Nein, bin ich nicht. Doch, du musst ja auch irgendwas machen. Ja, ich bin einfach nur da, um eine positive Aura zu... nee, komm. Ja, das schaffst du ja nicht mal. Doch, ich bin die positive Aura. Ja, ja, ja. Ich bin die gute Seele des Minecraft-Spiels. Gute Seele. Ja, und die gerade am Abnippeln ist. So, jetzt nicht mehr. Ich sehe es kommen, dass ich hier wieder mit Pauken und Trompeten absaufen werde. Dann lache ich dich wieder aus. Ja. Ich warte darauf, bis wir zwei in die Höhle gehen, zur Rohstoffsuche.
Da sind deine Freunde. Ja. Werwölfe. Richtig. Ich liebe sie. Ich muss einmal hier hoch. Wir müssen mal was essen, damit wir mal regenerieren, weil sonst sind wir tatsächlich gleich hinüber und dann ist das Gelächter wieder groß. Wupp. Und es wird im Übrigen in Kürze dunkel. Natürlich wird es das. Hast du nicht rein zufällig noch ein paar hübsche Lampen, die man hier anbringen kann? Netten die Fackeln. Kollege, dir ist klar, in welcher Episode wir uns nach der Folge 500 befinden? Nö, weil ich verfolge dein Let's Play ja nicht mehr. Gut, dann mach dir das bitte klar, weil wir noch nicht so wirklich Material haben. Um sowas zu erstellen, müssten wir in eine Höhle gehen, wo Werwölfe sind. Na ja, dann ist es halt so. Machen wir. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich auch. Ja, ich merke, du hast totalen Enthusiasmus. Wir müssen halt nur in eine Höhle gehen, wo meine abgerichteten Werwölfe sind. Oh ja. Ja, ich habe denen ein Foto von dir gezeigt. Anfangs haben sie sich kaputt gelacht, aber dann haben sie gedacht, okay. Ja. War so schlecht, dass er wieder gut war. Ja, ich weiß. Ich habe auch damals Möwen abgerichtet auf dich. Aber ja, mit Pommes, weißt du? Und ein Foto in die Mitte gelegt. Dann habe ich Pommes drumherum gelegt. Dann sind die Möwen immer im Sturzflug runter. Aber bisher hatten wir keine Möwen in Minecraft. Das wäre doch mal eine Idee. Gibt's eine Möwen-Mod? Schreib's mal in die Kommentare. Warum denn Möwen? Die im Sturzflug auf deinen Kopf schießen. Was hast du davon? Spaß? Schaufel mal Sand. Ich bin dabei. Ja, ich sehe es. Du ja nicht so, Ich habe jetzt den Boden gemacht. Das bisschen Boden da, weißt du? Und da meinte er, er hätte ja was Tolles gemacht. Ja, genau. Das bisschen Boden legt sich von allein, sagt der MS. Das bisschen Boden kann so schwer nicht sein, sagt der MS. Was? Fangen wir schon wieder an mit Schlager mit Schaufel in the Mix, ja? Nein, ist ja kein... Ich schaufel ja nicht. Okay. Ich hab Boden gelegt. Dann ist es eben Schlager meets Boden in dem Mix. Du hast mir gefallen. Soll ich schon wieder sterben? Nein, Feier machen. Ich bin gerade beschäftigt. Das sind Werwölfe. Werwölfe. Er ist in der Wasser. Gucken mich an. Du siehst einen Werwolf? Ja. Wo siehst du einen Werwolf? Wo bist du denn? Auf dem Weg nach Hause. Ja, dann von links von dir. Ach so, okay. Jetzt hinter dir, glaube ich. Ja, der ist weit weg. Hi. Mach keinen Scheiß. Was machst du denn? Das ist mein Bett. Jetzt nicht mehr. Gib mir mein Bett. Du hast dein eigenes Bett. In deinem Inventar. Okay. So. Leg dich hin. Geh bloß weg. Geh weg. Alter. Geh weg. Wenn ich jetzt sterbe, dann gibt's richtig Fubak. Oh, zwei. Alles klar, du darfst. Eins. Ja, und du hast mein Bett. Ich hab dein Bett? Ja. Tatsächlich. Hier ist es wieder. Wenn ich mit einem 33er Erfahrungslevel sterbe, dann bist du tot. Nein, dann bist du tot. Ja, danach du, mein Freund. Ich würde weglaufen. So schnell kannst du nicht laufen. Doch. Kannst du nicht. Cool. Kannst du nicht. Doch. Kannst du nicht. Da ist der Werwolf. Weg. Ich arbeite im Gegensatz zu dir.